nicht, wären wir gemeinsam auf die Rückkehr Saurons vorbereitet gewesen. Selbst ohne den verheerenden Einfluss des dunklen Herrschers wird den Menschen das Ende des Krieges nie vergönnt sein. Tja, das kann ich mir natürlich hervorragend vorstellen. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Moment, von oben? Okay. Zu einer neuen Folge Mittelerde Mordors Schatten. Und an der Stelle muss ich jetzt mal sagen, ich weiß, wir könnten Lithariel folgen, aber noch nicht. Wir müssen hier noch ein bisschen was zu Ende bringen. Ich will hier nicht weggehen ohne, ja, ich weiß nicht, vielleicht nicht alles, aber das meiste erledigt zu haben. Dazu gehört auch Angriff von oben. Und ich bin mal gespannt, was es da erwartet. Außerdem ist es ja auch möglich, dass wenn wir zu früh in den Süden reisen, dass es passieren kann, dass wir gar nicht bereit sind. So, Auftrag starten. Falle über die Unterstützer von Bubul Giftmische her, um ihn hervorzulocken. Besiege die Leibwächter des Häuptlings, bevor du dich ihm stellst. Elite-Häuptling. Jetzt muss ich mal eben ganz kurz schauen. Naja, okay, gleich. Der Häuptling lebt in Angst. Lass den Tod von oben herabregnen, um ihn herauszujagen. So, eins verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz. Ist er befördert worden? Tatsächlich. Bubul, der Giftmischer, ist jetzt da oben. Rongfroschblut ebenfalls. Ja, das ist doch eine perverse Geschichte. Töte 3 Unterstützer mit einem Angriff von oben. Es gibt kein zusätzliches Ziel. Moment. Moment, was mache ich denn da eigentlich? Ich baller die doch nicht ab. Ja, würde ich auch sagen. So, wir gehen hier von der Seite nach oben. Hab's mir bloß eingebildet. Um eben den Angriff von oben auszuführen. So, den. Nee, nicht den da. Der da. Der da. Hör dazu. Der andere da, der wird einfach nur mitleiden. Zack. Hervorragend. So, Nummer 1 hätten wir. Irgendwo gibt es auch die anderen. Aber da lasse ich mir Zeit. Da oben ist noch. Ah, ne, die sind alle unten. Stirb! Bam. Okay, ich bin dann mal weg. Ich hab noch einen Termin. Nein, eigentlich will ich mich nur verstecken, um die Chance zu kriegen für den dritten. Nein! Okay, das war jetzt eigentlich gar nicht geplant, aber okay. So, sie dürften mich nicht sehen. Sie dürften mich nicht sehen. Da hier. Das ist auch so einer. Aber. Warte mal ganz kurz, wenn ich jetzt da hochgehe. Ah, komm, zieh dich. Oh, Moment. Ah, bevor es meldet. Stirb. Nicht. Ich muss echt aufpassen, was ich mache. Ich drück gerade momentan, auch schon in der letzten Folge. Einfach. Siehst du, genau das meine ich. Die anderen haben ihren Tod verdient. So, weg hier jetzt. Los nach oben. Und dann ein bisschen aufpassen, wo wir hinklettern, wo wir hinspringen. Das ist nicht gut, was ich da mache. Stirb! Oh mein Gott. Es hat gerade noch den Falschen ausgewählt. Nein! So ein Müll aber auch. Weg. Wir hätten jetzt gerade eben tatsächlich den dritten haben können. Haben es aber selbst vergeigt. Okay, wir gehen hier rein. Warten ab, bis sich die Lage entspannt hat. Sucht nach mir. Aber ich kann euch die Garantie geben, dass ihr mich nicht finden werdet. So, nach oben.
Der stinkende Feigling ist weggerannt. Ja, nur für kurz. Ich bin gleich wieder da. So. Okay, es hat zwar den anderen jetzt gerade schon wieder ausgewählt. Oh oh, Buboy. Hallo, Buboy. Wir kennen uns. Wir haben uns schon mal getroffen. So, lass uns mal eben ganz kurz gucken, was der hier für Stärken und Schwächen hat. Er ist immun gegen Fernkampf, Schleichkampf, aber im Nahkampf, da kann ich ihn packen. So, dann lass mich mal hier verschwinden. Wenn das hier nämlich hochgeht. Kratsch! So, wo ist Uwe? Ach, da ist er ja. Da ist er doch. Hallöchen! Ah, Hinrichtung, Hinrichtung! Stech dir die Augen aus! Nein, willst du nicht! Du weißt nicht, wie dir geschieht! Ja, ich weiß, wie dir geschehen wird, du kleiner dummer Drecksack! So, da ist natürlich auch einer seiner Unterstützer mit dabei. Oh. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Massenauflauf oder was? Okay, das wird. Zack, zack, zack. Bam! Okay, wir müssen hier ein bisschen Chaos stiften. Der ordentliche Kampf wird hier nicht funktionieren. Bam! Ja! Schützt ihn, aber. Ihr könnt ihn nicht final von einem Tod schützen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, ja. Wer ist das? Wer ist das? Hartklub der Rüstungsschmied. Oh mein Gott. Lass uns mal eben nachschauen, ob ich über die Informationen habe. Tumuk der Schatten, Radluk der Rüstungsschmied. Entschuldigung. Ah, der Hals ist gerade ein bisschen trocken, aber es geht schon. So, zack. Das also beispielsweise gefällt ihm nicht. Das finde ich gut. Ja, ich weiß nicht. Ich brauche noch ein bisschen Zeit zum Überlegen. So, lass uns mal die Typen mit den Schilden eliminieren. Zack. Zack. Moment. Nein, seid ihr nicht. So, aufzählen. Hahaha, hab ich dich überrascht? Du hast einen furchtbaren Fehler gemacht, Waldläufer. Eigentlich nicht, nein. Zack. Zack. Da hinten ist noch einer mit einem Schild. Zack. Oh, oh, oh. Okay. Nein, 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 nicht über den Spring, einfach Hinrichtung! Buboy, du kleiner Dummer. Oh, 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 oh. Okay, aufpassen. Warte mal, ich brauch mal dringend. Oh mein Gott, ich habe keine Elbengeschosse mehr. Das ist weniger gut. Aber. Wofür kann man denn aufzählen? Okay, wir haben definitiv ein oder zwei Probleme und sollten mal eben verschwinden. So, wo sind. Ah, ich habe Pfeile gefunden, ich habe Pfeile gefunden. Ich
bin bereit für ganz andere Sachen. Und es macht Rums. Noch irgendwo Pfeile. Warte mal ganz kurz. Ah, ich habe da was gefunden. Und zwar was... war was zum Spielen für euch. Kommt mit. Ihr werdet es nicht glauben. Kommt zu Papa. Muss ich mich fallen lassen? Um euch anzulocken? Ich finde schon jemand anderen zum Ausbluten. Du bleibst hier. Unter aller Garantie. So, warte mal ganz kurz und... Wo ist es? Ach, da oben. Ah, da hinten ist auch eins, sehe ich gerade. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hallo? Ah, da. Ich dachte... Moment. Haut der ab? Der haut tatsächlich ab. Warte mal. Warte. Ja. Nein, du verschwindest nicht. Dich werde ich jetzt hinrichten. Mach dich bereit für meine Tod. Okay. Und rechte Maustaste. Bubol, bleib stehen, du kleiner dummer Pisser. Bereit, deinem Tod ins Auge zu blicken. Wir machen gleich Schatten. Angriff. Und zwar jetzt. Ja, Bubol ist Geschichte. Wir haben es geschafft. Oh, wir haben es gerade geschafft. Wir haben es gerade so geschafft. Und tschüss, ein herzliches Auf Wiedersehen. Und da kommt Radluck, der Rüstungsschmied, zum Häuptling befördert. Naja. Wo ist denn der eigentlich? Der muss... Immer dieser Husten. Der müsste doch auch noch irgendwo hier rumrennen. Da ist er. Warte mal ganz kurz, wir nehmen die Rune eben mit. Wenn wir eh schon dabei sind. So, wo ist er? Da drüben. Wo will der hin? Will der etwa fliegen? Tatsächlich. Ich glaub's nicht. Feige Potzau! Naja, lassen wir ihn mal ziehen. Wo sind denn, soll ich sie den holen? Ich würde sagen, ja, wir brauchen dringend die Mühepunkte. Das ist nicht mehr weit weg, das sind, ruckzuck sind wir da. Die Frage ist nur, wo ist es? Wo muss es sein? Schlitz den auf! Ja. Ich habe jetzt keine Zeit für euch zu spielen. So. Hier oben, die Schrift ist neu. Und wir haben noch etwas anderes, und zwar hier. Das wird wahrscheinlich unter der Brücke sein, vermute ich. Ja, genau, am Fluss unten. Fallen lassen, bitte. So, irgendwo hier. Ah, da oben. Und wir kriegen wieder einen Teil. Dieses Mal werden die Figuren hier komplettiert. Naja, nicht komplett, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? So, 865. Und jetzt müssen wir tatsächlich mal nachschauen, wo wir was einsetzen. Was haben wir hier bekommen? Wurmzahn 14. Hier haben wir 10. Da können wir 10... die Stufe 10 umwandeln in Punkte. So. Jetzt ist Guderat teuer. Ich hätte jetzt gesagt, was, wenn ein Kopf zum Platzen gebracht wird? Ich bin jetzt gerade echt am Grübeln. Und wo ich da jetzt Punkte reinstecke. In Gesundheit geht es mit... Wow, 2100 kostet das mittlerweile. Scheiße, waren dann.
Ich weiß noch nicht, wo ich genau jetzt eventuell einen Ruhenplatz reinstecke. Hängt jetzt im Endeffekt eigentlich davon ab, was ich im Moment vielleicht als nächstes bekomme als Rune. Wobei, was ist das hier? Erhöht den Schaden des Bogens um 50%. Ja, die wäre halt schon nice to have. Ach komm. Was soll der Geiz? Verbesserungen. Wir stecken in den Bogen eine weitere Rune rein. Und damit wird Askars Flamme freigeschaltet. Brauchen wir allerdings auch wieder 2500 Punkte. Ist also alles eine Frage der Zeit. Und damit haben wir den letzten Runenplatz, stecken wieder Bogenmeister die epische Rune hinein. Und ja, Mühle verlassen. So, wir stehen hier unter einer großen Brücke in einem ausgetrockneten Flussbeet. Und man kann sich durchaus überlegen, was wir denn als nächstes tun. Ich hätte gesagt, wir haben hier noch ein paar Aufträge. Ich sag mal, die Blutrache für Freunde. Ich würde einfach sagen, liebe Freunde da draußen, auf meiner Freundesliste bei Steam, sterbt einfach nicht so oft. Naja, gut. Es war ja bis jetzt immer nur einer, ich meine, niemand, ich habe noch keinen, glaube ich, ein zweites Mal gerecht, wenn ich mich recht erinnere. Deswegen hätte ich gesagt, Meuchelmord, da kommt Ronk Froschblut ins Spiel. Muss man mal schauen, welches wir tatsächlich... Oh mein Gott. Sugor Essenblau. Oh. Und da kommt Radlug, der Rüstungsschmied. Das sind hier halt eben die Hauptaufträge. Und noch einen ganz kurzen Blick in... Wie viel... 47 Machtpunkte brauchen wir. Naja. Die kriegen wir auch noch zusammen. Ansonsten... Stell dich zum Karagor und fress dieses Fleisch. Will es nicht abstürzen? Ah, doch, hier ist. Lasst euch schmecken, meine Freunde. Ihr süßen Tierchen. Also, ich bin mir nicht sicher. Ich habe es gar nicht mitbekommen, dass tatsächlich neue Beförderungen stattgefunden haben. Oder ich habe irgendwas vergessen. Oder ich habe zwischenrein irgendwann mal geschlafen. Ich weiß es nicht. Nun, eine Sache ist schon mal korrigiert. Buwol, der Giftmischer, lebt nicht mehr unter seinesgleichen und schon gar nicht mehr vor meiner Nase. Fehlt also, was war's? Espenlaub, glaube ich, der noch befördert wurde, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Naja, wir werden sehen, wie es weitergeht und was passiert, wenn wieder mal die komplette Elitebank leergeräumt ist. Was auch dazu wohl sagen mag. Du kannst uns nicht entrinnen. Thank you.